Hallo, meine lieben Filmfreunde, hier ist euer 4Heat82 mit der Kalenderwoche Nummer 18 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen, ihr seid gesund und munter und ihr letzte schöne Woche. Ja, ich auf jeden Fall auch. Meine zweite Urlaubswoche ist auch schon wiederum sehr, sehr schade, aber ist nun mal so und ihr seht schon, ich bin wirklich richtig fertig. Ich bin echt richtig müde jetzt. Aber ich dachte, ich mache das Video gerade noch fertig, damit ich morgen früh wieder in Ruhe zu trainieren kann. Denn wir hatten nämlich gestern, also heute am Sonntag, nämlich ja, Garagenflohmarkt. Und meine Zuckerperle ist auch schon wieder da. Mein kleines Bärchenlein. Und erwartet ein paar Süßigkeiten, aber jetzt habe ich keine dabei, Bärchen. Ich habe jetzt komplett vergessen, mein Schatz. Oh ja. Es tut mir so furchtbar leid. Wie konnte ich dich nur vergessen, mein Schatz? Tja, blöd gelaufen, ne Bärchen. Muss ich davon anziehen. Ja, und wir haben jetzt wirklich das letzte Woche wirklich jeden Schrank ausgeräumt, was nur so geht. Und ja, aber eins nach dem anderen. Denn am Anfang der Woche habe ich ein bisschen Zeit gehabt und dachte, okay, ich drehe ein paar Wochis, schaut an, Videos für euch. Und ja, The Garbage, Pay Kids Movie und auch, was ist noch? Diese beiden Filme habe ich hier in einem Wochis schon ein Video gezeigt. Und ich mache jetzt mal direkt weiter mit einem Film von dem wunderbaren Dick Maas. Und zwar, ja, Prey. Beutejagd. Und da kommt auch demnächst auch ein Voorhees, schaut an, wie zu diesem Film. Einfach aus dem Grund, bei dem Film war ich mir auch nicht ganz sicher, ob das was ist oder nicht ist. Und wie mir der Film gefallen hat und natürlich auch wie, was also im Mediabuch drinsteht, das alles erfahrt ihr in diesem wunderbaren Video, was demnächst kommen wird. Wann es kommt, ich denke mal, die Woche wird es auf jeden Fall erscheinen. Entweder kommt es morgen gleich oder auch erst am Mittwoch. Also im Laufe der Woche kommt es auf jeden Fall. Und ja. Kameramotiv war schon ein bisschen billig, auch die Rückseite, aber ob es auch wirklich so ist, das erfahrt ihr in dem nächsten Video. Und dann dachte ich mir, ach komm, mach mal direkt weiter mit einem weiteren Voorhees, schaut an, Video. Und zwar mit Ralf Königs Kondom des Grauens. Auch davon wird es demnächst ein Voorhees, schaut an, Video geben. Hier nochmal vielen Dank an lieben Alexander, der mir diesen Film mitgeschickt hat bei dem Mystery-Paket von Godzilla X Kong, The New Empire. Und ja, lieber Alex, wie mir der Film gefallen hat, das seht ihr oder siehst du demnächst in diesem kommenden Video. Denke mal, es kommt erst nächste Woche, dann muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffen werde, die ganzen Videos zu schneiden, aber ich tue mein Bestes. Ja. Kondom des Grauens habe ich ebenfalls dann am selben Tag noch angeguckt. Und dann bin ich abends mit dem Rad zum Training gefahren. Habe da Push-In durchgeführt, war da auch wirklich sehr gut dabei. Und danach bin ich dann direkt von dort aus dann zum Kino gefahren und habe mir dort dann Civil War angeguckt. Der Film hat mich auch schon brennend interessiert und muss auch sagen, ja, war schon recht intensiv. Man muss dazu mal sagen, es ist kein Actionfilm, sondern es erzählt eigentlich hier die Geschichte von ja, Kriegsreportern oder Kriegsfotografen, die in einem ja, zukünftigen Amerika, eben, das im Bürgerkrieg steht eigentlich hier, ja, Berichte erstattet während den Kriegsgeschehen. Und das ist schon wirklich sehr intensiv gezeigt worden. Man hat wirklich das Gefühl, man ist direkt dabei. Vor allem zum Schluss hin haben wir das Gefühl, man ist bei Call of Duty unterwegs. Ansonsten ist der Film doch eher ruhig gehalten. Wir haben viele ruhige Momente mit dabei, aber dafür wirklich einige an schockierenden und wirklich Gänsehautmomenten mit dabei. Und auch einige, so ging es zumindest mir, bin ich auch bei manchen Stellen auch wirklich erschrocken, weil ich einfach nicht so erwartet habe, was jetzt hier gleich passieren wird. Also der Film ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Film. Aber hier auf jeden Fall keinen Actionfilm erwarten. Okay, zum Schluss wird schon actionreicher. Aber der Film soll eigentlich eher ja, das Zwischenmenschliche zwischen diesen Menschen eigentlich erzählen. Und natürlich ist dieser Film doch schon wirklich sehr hart anzugucken.
jetzt kein Meilenstein, muss man hier wirklich sagen, bekomme zu mir 7 von 10 Punkte. War trotz alledem unterhaltsam, aber wie gesagt, man darf jetzt hier nicht das erwarten, was man jetzt hier bekommt an so einem Action- oder einem Kriegsfilm, sondern nein, das ist eigentlich eher doch ein Drama mit ein paar Action-Momenten mit dabei. Gut, danach bin ich wieder heimgefahren, um 23 Uhr wieder zu Hause. Ich liebe es ja im Dunkeln Fahrrad zu fahren, ich liebe es mit Scheinwerfern, hab da auch einen kleinen Igel getroffen, mitten auf der Straße. Wenn man rübergewunken über die Straße, wenn man überfahren wird, und dann fahre ich noch über die Autobahnbrücke drüber, was sehe ich da mitten auf der Straße, also mitten auf dem Fahrradweg. Ja, dachte ich, was liegt da für eine Katze auf dem Weg? Und was war das? Ein Marder, der über die Straße gehüpft ist. Auch sehr amüsant. Und dann war ich dann zu Hause und ganz fix geduscht. Und dann habe ich dann gleich die ersten Wochis schon an Videos ja, fertig gedreht, zumindest auch Informationen gesammelt. Also mal sehr umfangreich ist, vor allem bei manchen Firmen, die jetzt noch nicht so lange draußen sind, wo man eben noch was rausfinden kann. Danach, am nächsten Tag, dann am 30. habe ich weiterhin Wochis Videos gesammelt und dann habe ich auch entdeckt, auch dann gleich noch dazu noch dann die Videos gedreht, also meine Reviews, und dachte ich, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich wieder zum Training muss, und habe dann direkt den Film eingelegt, und zwar eine fantastische Reise. Nochmal vielen Dank für den Boomer an Boomerl, auch da, was man in dem Video nochmal erwähnt. Und dachte mir, okay, dieser Film wird auch in einem Wochis schaut an Video mit behandelt, einfach aus dem Grund, denn das ist ein Film, den ich wohl angeblich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen habe und habe mich immer dann an die Reise ins Ich. Ob das auch der richtige Film war, den ich damals gesehen habe, das wird auf jeden Fall in diesem Wochis schaut an Video auch beantwortet. Auch das wird noch ein bisschen dauern, bis es kommt, aber es wird kommen. Wie mir gefallen hat, auch das wird er demnächst auch erfahren. Gut, danach, nach dem Film, noch ganz fix das Update-Video gedreht, bevor dann die kleine Emma-Mausi heimkam. Dann bin ich noch gleich fix zum Training gefahren, damit ich um kurz vor drei wieder zu Hause bin, um mit ein bisschen Zeit zu verbringen. Danach war noch einkaufen, habe Essen gekocht für die Family. Und dann gab es noch ein bisschen Meister Ede und der Pumuckl. Dies Folge 21 von der Season 2. Und zwar, ja, das Spiel mit dem Feuer. Huh, wow. Das ist natürlich eine schon sehr harte Geschichte gewesen. Hier geht es eben darum, dass halt eben der Pumuckl gerne mal mit dem Streichholz spielt. Und auch immer gerne das Streichholz auspustet. Meist Ede war dann genervt, hat gesagt, hör auf damit, und hat ihn aber dann hochgeschickt in die Stube nach oben. Und was macht der Pumuckl? Ja, er zündelt mit den Streichhölzern rum. Dann fällt aus Versehen dieses Streichholz in die Streichholzschachtel rein, logischerweise. Gibt es eine kleine Stichflamme, dann möchte natürlich gerne der Pumuckl natürlich auch mit löschen mit Wasser. Leider war das kein Wasser, sondern Alkohol. Schnaps, ja damals gab es in Kindesfern auch noch Schnaps zu sehen. Dadurch eine größere Stichflamme, da wollte er es eben dann mit einer Decke zudecken, was nimmt er natürlich, ja, Küchenpapier. Und die komplette Bude ist dann eben in Flammen gestanden. Die Emma hat hier wirklich extrem große Angst, gab es euch Emma, dieses Folge soll eine Lehrfolge sein, damit man aufpassen soll, was man mit Feuer macht. Also man, ich werde das niemals machen, nein, 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 nein. Also diese Folge war wirklich hart, also ich hatte auch eine Träne in den Augen, was dann echt, also ich finde Feuer ganz, ganz schlimm, genauso wie Wasserschaden, echt übel, weil danach ist eigentlich alles Fujikado. Eine sehr harte Folge, aber auch eine sehr wegweisende Folge, wie ich finde. Und die Folge bekam von mir 8,5 von 10 Punkten. Danach gab es eine zweite Folge, und zwar die Folge 22, Pumuckl will eine Uhr haben. Da geht es eben darum, dass eben der Pumuckl unbedingt eine Uhr besitzen möchte. Und geht eben dort in einem Uhrengeschäft rein. Dieses Uhrengeschäft oder Uhrengeschäft gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Da gibt es eben alte Uhren und da gibt es eine ganz teure Uhr, wo man auch aufmachen kann. Da natürlich geht der Pumuckl rein und wird in dieser Uhr eingesperrt. Meist jeder macht die Sorgen und sucht eben den Pumuckl. Und Gott sei Dank noch ganz zum Schluss wird er noch gefunden. Die Folge war jetzt nicht ganz so überragend. Bekommen jetzt für mich 6,5 von 10 Punkten, aber wir auch ganz interessant. So, dann am 30. April war der Mann so lieb noch, okay, komm, wir spielen noch eine klitzekleine Folge noch von It Take Two.
haben dann den Gardner dann beendet, hat es auch wunderbar hinbekommen, unglaublich, was dieses kann, also wie dieses kann, echt krass. Und der Garden ist für mich der schönste Levelabschnitt gewesen von dem ganzen Spiel mit den Frischen. Und auch der Endgegner war auch nicht gerade schwer, habe ich immer wunderbar hinbekommen. Und dann dachte ich mir, okay, komm, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, noch was anzugucken. Ich gebe mir ein bisschen ein neues Spiel, und zwar Fallout 4 mal angefangen. Ich weiß, das Spiel ist auch etwas älter, aber jetzt mit dem neuen 4K, zumindest mit dem neuen Xbox-Update, dachte ich, okay, lege ich mir ein. Und ja, es macht wirklich verdammt viel Spaß. Und dann am 1. Mai war ja Feiertag. M hatte keine Schule, solch Emmerchen. Meine liebe Frau hat Frühdienst gehabt, so ich weiß was. Heute fahren wir mal wieder mit dem Fahrrad zu den Großeltern nach Klasünd raus, 25 Kilometer. Und die haben auch Besuch gehabt. Oh ja, das machen wir. Hat auch sehr viel Freude daran gehabt. Und so, okay, das machen wir jetzt. Dann sind wir losgefahren, um kurz vor 11:45 sind wir losgefahren. Oder um kurz vor 13:45 zu Hause. Bei meinen Eltern, so 2 Stunden sind wir ungefähr gefahren. War etwas anstrengend in diesem Moment mit ihr, weil sie ist echt langsam vor sich her getuckert. Also wirklich so mit 5 km/h solche. Frag mich mal, Papa, wann sind wir da, solche immer. Je nachdem, wie schnell du fährst, ne, sind wir auch eher da. Ich möchte mich gerne zu den Hasen erzählen, meinst du, zu den Hasen kann man erst, wenn man dort ist. Aber wenn du eben mit 5 km/h entlang tuckerst, dann brauchen wir 4 Stunden. Wenn du ein bisschen mehr Gas geben würdest, ein bisschen, nur ein bisschen, so 15 km/h, wenn man fährt, schaffst du ja, wäre es auf jeden Fall besser. Naja, aber muss echt sagen, sie macht es wirklich sehr, sehr gut. Ist wirklich immer schön auch auf der Hauptstraße, zumindest da, wo man immer auf der Hauptstraße fahren muss, immer gut gefahren. Natürlich haben wir dann natürlich Angst, weil nämlich die Autofahrer rasen natürlich an dir vorbei wie die Irren. Aber waren bis 200 Meter, wo man fahren musste, bis zum nächsten Radweg. Aber hat sie wirklich echt gut gemacht und hat es auch wirklich sehr gut gemacht. Natürlich die ganzen Alkoholiker, die da unterwegs waren auf dem Radweg, extrem nervig, die ganzen Scherben, sowas nervt einfach tierisch. Aber gut, war auch einigermaßen noch in Ordnung. Danach, die MS wird heimgefahren mit der Mama mit dem Auto, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, sag ich am Mittwoch, sag ich, ach weißt du was Schatz, kann ich eventuell da auch noch in die Premiere gehen zu The Fall Guy mit Ryan Gosling und auch mit der Emily Blunt, genau. Da sagt sie, ja, da filmen wir das nicht, aber kannst du reingehen. Und bin eben danach mit dem Fahrrad eben dann direkt von dort aus von meinen Eltern direkt hingefahren ins Kino. Meine Eltern waren auch im Kino, die waren aber in Carmen in der Oper, 4 Stunden, ich war eben dann in Fall Guy. Und ja, The Fall Guy. Was soll ich sagen? The Fall Guy. Der Trailer fand ich wirklich sehr amüsant, gebe ich zu. Und Ryan Gosling mag ich eigentlich auch. Ja, er hat bei Barbie mitgespielt. Ich mag auch keine Barbie, aber deswegen jetzt ihn so runter zu reden. Ja, der ist der Peter Puppenken und keine Ahnung. So ein Quatsch. Also er hat einige gute Filme gemacht und nur auf eine Rolle ihn zu limitieren ist völliger Schwachsinn. Und ja, das Problem ist bei The Fall Guy. Ich muss gestehen, ich liebte damals wirklich ein Colt für alle Fälle. Die Musik einfach nur mega gut, war saugut. Und ich war jetzt nicht so natürlich der obergroße Fan von ein Colt für alle Fälle. Ich habe halt ab und zu mal ein paar Folgen gesehen, wo ich halt klein war, so mit 7, 8, 9, 10, ja, vielleicht in dem Alter rum. Hat natürlich Spaß gemacht. Und für mich war eigentlich dieser Film, wo er rauskam, eigentlich hat es nichts mit dieser Serie zu tun gehabt. Leider aber, nachdem er sich dann vorgestellt hat, er ist Colt Sievers, sage ich, fuck, shit. Also es war eine Anlehnung auf diese Serie. Und man muss diesen Film wirklich komplett absondern von der Serie. Die Serie hat eigentlich damit nichts zu tun. Um Gottes Willen, es ist auch kein Neuanfang. Bitte macht das nicht, denn es ist was ganz anderes. Natürlich geht es um einen Stuntman. Aber ich muss wirklich sagen, der Film hat mich wirklich gut unterhalten, hat Spaß gemacht, das ist für mich die Hauptsache gewesen, hat coole Action-Momente mit dabei gehabt, coole Sprüche, coole Moves auch und er war auf jeden Fall unterhaltsam. Jetzt natürlich jetzt auch hier kein Oberburner-Film erwarten, ja, einige CGI-Effekte sahen auch wirklich eher ein bisschen billiger aus. Aber im Großen und Ganzen hat der wirklich Spaß gemacht. Ob man diesen Film jetzt im Kino sehen muss, ist die zweite Frage. Aber war auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Und ganz wichtig, falls ihr ins Kino gehen solltet, dann bleibt auf jeden Fall sitzen bis zum Schluss. Denn es gibt auch noch eine kleine Post-Credit-Szene mit dem originalen Colt Sievers.
Und da war ich echt entsetzt, dass der sogar noch lebt. Der ist 84 Jahre alt. Ich habe es dann danach gleich gegoogelt. Und ja, er lebt wirklich noch. Also 84 Jahre ist er. Und man hat ihn auch noch erkannt. Er ist der Polizist. Ja, The Fall Guy bekommt jetzt von mir 6,5 von 10 Punkte. War unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Und man kann sich auf jeden Fall auch mal angucken. Gut, danach heimgefahren noch um 23 Uhr wieder kurz. Nach 23 Uhr war ich wieder zu Hause, dann noch fix geduscht. Und habe noch ganz fix noch vom lieben Ebbe sein neues Format Video geschnitten. Und dann bin ich auch dann gleich ins Bett gegangen. Am Donnerstag dann ging es dann auch schon gleich direkt los. Gleich früh aufgestanden, dann ging es dann sofort los mit dem Aussortieren von Klamotten, von Filmen, von Emma Sachen, also wirklich von allen drummen Dingen. Aussortiert für den Flohmarkt, das komplette Wohnzimmer hier war komplett voll mit Ramsch, was wir eben noch nicht mehr gebraucht haben. Klamotten, also wirklich alles. Es war eine Katastrophe, es war ein riesengroßer Chaos hier. Auch von Emma. Meine Frau hat den kompletten Donnerstag verbraucht, nur um Emma-Klamotten auszusortieren, um auch zu beschriften dann mit Größen und alles drum und dran. Das war echt eine Heidenarbeit. Aber irgendwie war es auch befreiend. Weil du machst dich hier extrem breit, mein kleiner Mann. Du machst dich hier extrem breit. Ja. Aber irgendwie war es auch befreiend. Da war ich für den kompletten Tag wirklich beschäftigt. Danach musste ich ganz fix zum Sport gehen. Dann wird mein Fahrrad zum Training gefahren. Und dann habe ich meinen lieben Kollegen, habe ich dann mal besucht auf der Arbeit, um kurz vor Viertel fünf habe ich ihnen Süßigkeiten vorbeigebracht und auch ein Eis zum Wiedergutmachen, dass ich so lange weg bin. Und meine Frau fragt, Schatz, soll ich dich abholen? Sag ich, warum? Bei uns geht die Welt unter. Sag ich, willst du mich verarschen? Ist doch sau warm noch. Nein, bei uns hier blitzt und donnert und habe auch kleine Hagelkörner gehabt. Sag ich, hä? Hier in Bayreuth ist gar nichts. Und dann bin ich losgefahren. Oh, shit. Hier kommt es wirklich verdammt schwarz. Also Vollgas gegeben zu meinen Kollegen. Und hatte auch wirklich Glück. Bin ich nass geworden und auch heimwärts gab es auch keine großen Probleme. Und dann war mir wirklich den kompletten Tag wirklich erledigt. Okay, komm, jetzt machen wir mal nichts mehr. Und sag ich, Schatz, ich möchte gerne noch einen Film dir noch zeigen. Der wird dir auch gefallen. Und zwar nochmal eine fantastische Reise. Den habe ich nochmal meiner lieben Frau gezeigt. Und ja, auch ihr hat der Film ein kleines bisschen gefallen. Aber wem wie gefallen hat, wie gesagt, da kommt demnächst eben bald das Video dazu raus. Danach noch ein bisschen Fallout 4 gezockt und dann am 3. Mai ging es dann los. Ja, was verlangt man für den ganzen Scheiß? Was verlangt man für die ganzen Bücher, wo man aussortiert? Was verlangt man dafür? Das ist echt extrem schwierig. Natürlich habe ich den Preis etwas höher gesetzt, um ihn verhandeln zu können. Und war da wirklich den kompletten Vormittag von um 7 Uhr bis wirklich um kurz vor 12 Uhr beschäftigt. Ich meine, scheiße, ich muss immer zur Sparkasse, ich muss ja noch Wechselgeld besorgen. Die machen um 12:30 ja zu. Also losgefahren mit dem Fahrrad, runtergedüst und dann ganz fix eben dann, nee, da bin ich mit dem Auto gefahren, weil es da geregnet hat schon wieder mal. Und dann habe ich dann trainiert, bin trainieren gegangen, wieder Pulltraining diesmal und dann wieder heimgekommen und wir haben dann weiter sortiert und weiter etikettiert und ich habe dann bis um 21.30 Uhr komplett durchgearbeitet und wir waren wirklich komplett am Ende. Emma sagt dann, Papa, ich habe auch euch aussortieren müssen, aber können wir noch eine Folge Pumuckl angucken? Sag ich, ja komm, mach mal Pumuckl. Haben wir uns die goldene Ente angeguckt, die war auch ganz witzig. Jetzt muss ich mir überlegen, die goldene Ente, was wäre das nochmal, eine goldene Ente? Wir haben mir zu viel Pumuckl-Folgen angeguckt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber die war, glaube ich, gar nicht mal so gut. Nee, die hat auch nur 6 Freunde von. Die kann ich mir nicht dran erinnern, tut mir leid. Das war die goldene Ente. Was ist das? Ach, natürlich, mit dem Schwimmbecken, natürlich. Die Ente, wo er sich gekauft hat, mit dem Kaldall. Da spielt nämlich kurz der Kaldall mal kurz mit als Kunde bei dem Spielzeugladen. Genau, da gibt es auch einige coole Dialoge mit drin, die auch sehr amüsant waren. Aber weil es ja immer jetzt so der Oberburner-Folge. Er wollte auf jeden Fall ein Schwimmende haben und ist dann ins Wasser gefallen, hat eine riesengroße Sauerei gemacht in der
Reaction hat er dann auch an die Kinder geschoben. Also auch das war auch eine, jetzt nicht so eine ganz tolle Folge, muss man sagen, mal dazu, ganz gut. Danach dachte ich, ach komm, meine beiden Mädels sind ins Bett gegangen, soll ich schon einen lustigen Film an, denn ich habe nämlich von meiner lieben Frau ein Paket bekommen vom Fleischshop und da war eben dann das Remake zu dem Film Man Eater drin. Und dachte mir, okay, um mich vorzubereiten, schaue ich halt mal den alten Film an, den ich hier habe. Und ja, natürlich bin ich da gekonnt eingeschlafen, weil den Film fand ich noch nicht so wirklich extrem pralle. Oder er ist unterhaltsam, aber natürlich, wenn man halt müde ist, dann ist man auf jeden Fall recht schnell eingeschlafen. Ich habe auch das Mediabuch auch nicht durchgelesen, habe einfach dafür keine Zeit mehr gehabt die Woche. Und ja, Man Eater, ja, bekomme jetzt von mir 5 von 10 Punkte. Schon 3-4 Mal gesehen, aber jetzt nicht so wirklich der Oberburner. Mal gucken, wie jetzt das Remake ist. Auch da gibt es ja auch schon wieder negative Meinungen, aber auch da möchte ich mich gerne einen besseren belehren. Und dann am 3. Mai ging es dann weiter mit den Preisen für Bücher gemacht. Um Gottes Willen, es war so schwierig. Aber gut, haben eine, ihr wisst, ich liebe Listen zu machen. Ich liebe es, Listen zu machen. Und ist auch wirklich sehr gut gegangen. Habe auch noch die Küche ausgeräumt und habe also wirklich alles noch soweit sortiert. Und dann am 4. Mai, ja, am 4. Mai, May the 4th be with you, Star Wars Tag. Auf diesen Tag habe ich mich sehr drauf gefreut, weil nämlich meine Frau das Spätdienst gehabt. Sag ich, Schatz, du hättest auch gern Frühdienst machen können. Nee, Spätdienst ist lieber, weil kann ich wenig ausschlafen. Okay, ist egal. So, danach sage ich, Emmerchen, wir haben heute viel zu tun. Ich habe dann am Freitagabend auch noch so viel noch vorbereitet, damit wir wirklich am Samstag wenn einigermaßen noch Ruhe haben. Ja, Emma und ich haben dann dreimal Muffins gebacken, Rezept mal 3 gerechnet, haben auch viel gerechnet dabei. Und die Emma hat gemeint, Papa, du bist bloß mein Assistent, ich mache alles alleine. So, ja, ist ja gut, aber du musst auch selber rechnen, wenn du schon hier der Chef spielen willst. Ach so, ja, zu spät, ich bin jetzt bloß der Gehilfe. Und haben dann 3 Muffins gebacken und waren echt mega lecker, auch natürlich auch in den Flohmarkt, um die noch zu verkaufen. Und naja, danach sage ich immer, jetzt gibt es eine kleine Überraschung für dich. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad wohin? Ja, wohin denn? Und zwar in die Stadt. Da ist nämlich auch das Miles Weißbier fest, aber ich wisst, ich trinke kein Bier. Ich hasse Bier. Und da war so viel los, so viele Menschen. Ihr wisst, wie gerne ich Menschen um mich herum habe. Nämlich nicht. Ja, danach waren wir kurz in der Stadt, weil sie wollten nämlich gerne ein paar neue Window-Color-Farben haben. So, okay, da bin ich mir dabei, weil ich liebte damals auch Window-Color. Und Moment, wir haben auch noch It's Take Two vorher abgeschlossen gehabt. Also wir haben alles an diesem Samstag erledigt. Und dann sind wir losgekommen mit dem Fahrrad. Genau so war es noch. Auch sie fanden It's Take Two auch automatisch auch ein wunderschönes Spiel. Papa, können wir von vorne anfangen? So, welche mir? Bin ich dabei. Gut, mit dem Fahrrad dann in die Stadt reingefahren und war sehr viel los. Und eben dann war es wieder cool. Blablabla, wisst ihr ja schon Bescheid. Und danach habe ich mitgenommen, weil wir sind da nämlich ins Kino gegangen und zwar in Episode 1 von Star Wars, zum Star Wars Tag, zum 25. Jubiläum von diesem Film waren wir im Kino und ich dachte, da geht doch kein Mensch mehr in diesen Film rein. Ey, der Film war komplett rappelvoll und die Emma, wo wir eben das komplette Zeug aussortiert haben, haben noch was gefunden. Und zwar ihr Yoda-Kostüm, wo sie mit 2 Jahren bekommen hat. Und das Ding passt dir immer noch. Solch Emmerchen, kannst du mir einen Gefallen tun? Würdest du mir einmal das nur... Es ist zuckersüß. Ein zuckersüßer Anzug ist das, mit so hängenden Ohren. Schaut eher so aus wie Gizmo oder wie Gremlin. Und hat sie angezogen, natürlich... Blicke auf sich gezogen von Emma. Darf ich auch ein Foto von dir machen? Ja, wir können das machen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne machen. Und habe eben dann Fotos gemacht vor dem... So, dann waren wir in Star Wars Episode 1. Und dieser Film hat für mich... Ich weiß, viele mögen den Film nicht wegen Jar Jar Binks. Ich liebe Jar Jar Binks. Ich bin ein Freund von Jar Jar Binks. Habe ich schon damals geliebt und werde ich immer noch lieben. Ich liebe diesen Film immer noch. Das war auch mein allererster Star Wars Film, von 9 Star Wars Filmen, wo ich im Kino war. Natürlich die... alten Episoden habe ich auch damals im Kino gesehen, das ist eine Special Edition, aber nicht die Originalversion von 77, da bin ich noch zu jung. Aber das war eben mein allererster Star Wars Film Episode 1. Und dieser Film hat immer schon von mir einen ganz besonderen
Ja, ich weiß nicht, es ist ja der beste Film, aber ich mag ihn trotzdem extrem. Ich mag Qui-Gon Jinn, ich mag den Anakin Skywalker, ich mag Padme, ich mag einfach wirklich jeden Charakter von diesem Film. Aber natürlich Darth Maul mega. Und die Abschlusssequenz, dieser Lichtschwertkampf, einfach nur überragend. Und vor 25 Jahren war ich in diesem Film und sage immer, es ist so schön, mit meiner nächsten Generation auch in diesem Film zu sein. Und auch die Emma fand diesen Film ganz, ganz toll. Aber, sehr gemeint, der Jar Jar Binks ist schon ein bisschen übertrieben, oder? So, wow. Ja, also eigentlich war das für mich eigentlich der unglaublich, also immer so komplett trocken. Der ist aber schon ein bisschen drüber, oder Papa? Geil. Und sag ich, Emma, willst du wissen, wie es weitergeht mit Anakin? Ja. Schauen wir heute Abend noch Episode 2, soll ich nicht. Episode 2 schauen wir nur mal, das machen wir nicht. Aber der Film war um kurz vor 20.30 Uhr aus. Meine Frau, der Spiel ist, gesagt, Schatz, wie schaut es denn aus? Hast du mir Lust, noch Pizza essen zu gehen? Und dann fahren wir irgendwann mit dem Vater dorthin. Ja, können wir machen, treffen wir uns bei der Pizza Adria. Da sind wir auch schon Stammgast. Ich liebe die Pizza Adria. Da gibt es ein wunderbares Tiramisu. Aber man hat keine Lust auf Pizza. Haben wir im Dunkeln gegessen, alle zusammen. Und dann sage ich, Emma, wie schaut es denn aus? Wollen wir jetzt im Dunkeln gemeinsam heimfahren? Nee, Papa, da habe ich Angst. Sag ich, warum hast du denn Angst? Da ist ja dunkel. Sag ich, ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Ne? Und dann sag ich, aber guck, jetzt sind wir schon hier in Nähe von einer Schule. Wir können Abschied über die Schule machen, damit du mal im Dunkeln angucken kannst. Okay, das machen wir. Aber du musst mir versprechen, noch eine Folge Pumuckl angucken. Sag ich, immer eine Folge Pumuckl. Ey, bis wir heimkommen, ist es sau spät. Aber Papa, das wäre echt schön. Sag ich, okay, komm, scheiße, das ist Samstag, machen wir halt. Und dann sind wir halt losgefahren. Und eigentlich, diese Berg- und Hochfahren ist echt übel. Also den Berg kommst du eigentlich, also ich kam oder ich bin hochgekommen mit normalen Fahrer, aber natürlich jetzt mit Kind keine Chance. Die kommt nicht hoch. Naja, wir wollen erstmal Pizza essen, sind losgefahren, dann komplett im Dunkeln, sag ich immer, aber das ist ja voll cool im Dunkeln zu fahren. Sag ich, ja, passt bitte jetzt besser auf. Meine größte Sorge ist immer, wenn sie immer an den Autos entlang fährt, so ganz nah, da gehe ich immer Schweißperlen, dass irgendwie die Autos ran schrammt, aber jedes Mal kommt sie gut dran vorbei und sich kratzen hier und da mal kratzen. Sag ich, lass die Finger an dem Gelenkrad, du fährst an Autos vorbei. Naja, aber ansonsten ist die echt auch das spitzmäßig zurückfahren. Hat auch aufgepasst, wo es dunkel war. Also alles wirklich gut gemacht. Naja, dann der Bindelherr Berg hier hochzufahren, natürlich eine Katastrophe. Ich bin mal auf Turbo schalten, dann halte ich immer so fest mit der Hand und dann schiebe ich sie so mit einer Hand hoch und natürlich so hochfährt. Am Tag, keine Ahnung, hat es wunderbar funktioniert. Aber ich vertrage kein fettes Essen mehr, das kommt noch gravierend dazu. Und ich habe halt da diesmal ausnahmsweise mal Alpana gegessen. Auch Bärchen, eine kleine Zuckermaus. Ja, doch, ein süßes Ding. Und ich bekomme immer Herzrasen. Geht es euch auch sowas? Also, das ist ein ganz, da fühlt man sich total unwohl in diesem Moment. Ganz komisch. Und ich habe diese komplette Fahrt mir einfach unwohl gefühlt. Es war einfach unangenehm. Habe Herzrasen gehabt. Keine Ahnung, was war. Wir waren mal vor dem Bergstand. Wir haben, glaube ich, immer ungefähr 8-9 Mal gebraucht, um irgendwie anfahren zu können. Sie ist wunderbar angefahren, ohne Probleme. Aber ich habe sie nicht bekommen, dass sie weiterschiebt. Keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Aber naja, danach sind wir trotzdem ein bisschen berg hochgelaufen. Noch einfach aus dem Grund. Es war ja schon 11:45. Es war 11:45. Also ich immer, komm, jetzt gehen wir ins Bett. Nein, Papa, ich hast mir versprochen. Okay, was versprochen ist, ist versprochen. Also eine Folge Pumuckl. Ich war eigentlich echt komplett im Eimer. Aber Folge 24, Pumuckl auf Hexenjagd. Auch das eine wunderbare Folge. Die Emma fand sie gar nicht mal gut. Gut, die auch dann so drin klingt. Sag ich immer, wir können mal ins Bett gehen. Nein, ich will die Folge angucken. Sie war komplett am Ende. Aber Pumuckl und die Hexenjagd. Pumuckl möchte unbedingt gern eine Geschichte erzählt bekommen vom Meister Eder. Er wird genervt. Pumuckl geht dann zu einer Nachbarin, der eben gerade eine Geschichte vorgelesen bekommt, und zwar Hänsel und Gretel. Und der Pumuckl denkt aber, dass es alles in Wirklichkeit passiert ist und macht den Meister Eder verrückt und schickt ihn in den Wald, um eben die böse Frau mit dem Mädchen zu suchen. Und der Junge ist in einem Gartenhäuschen eingesperrt. Und dann zum Schluss kommt dann raus, dass eben der Meister Eder auf Hänsel und Gretel drauf reingefallen ist. Und da hat sich so zu tun, es war echt eine ganz tolle Folge. Die Folge war richtig gut, hat sau viel Spaß gemacht. Danach sind auch alle drei ins Bett, um kurz vor 12:15
wir waren alle am Ende. Und dann eben war es dann soweit am Sonntag, am 5., also gestern, also heute noch. Jetzt ist es gestern. Wir haben schon 12 Uhr nachts. War es dann soweit mit unserem Garagenflohmarkt. Meine größte Sorge war, es könnte regnen. Auf meiner Wetter-App vom iPhone den ganzen Tag bewölkt. 25% Regenwahrscheinlichkeit. Meine Frau sagt, Schatz, was hast du bitte für eine Wetter-App? Bei mir regnet es den kompletten Tag. So, willst du mich verarschen? Das kann doch gar nicht sein. Doch, es regnet den ganzen Tag. 73%, 50%, 80% Regen. Das ist ein kompletter Reinfall. So, super. Wir wollten eigentlich hier unten auf dem Parkplatz für uns das aufbauen. Und ich bin um 7:15 aufgestanden. Okay, ich schaue mal aus dem Fenster. Was war? Es hat geregnet. Super. Aber unsere liebe Nachbarin, die ist wirklich unsere Heldin gewesen, weil ohne sie, glaube ich, wären wir abgesoffen. Die hat es dann gesagt, Stefan, ich habe eine Idee, wisst ihr was, nehmt meine Garage, die ist gleich hier vorne, da ist genug Platz, baut alles rein und dann könnt ihr dort verkaufen. Vielen Dank nochmal, vielen Dank. Und sie hat uns echt den Arsch gerettet. Wir haben alles aufgebaut, ringsrum, und es war echt ein voller Erfolg. Wir haben richtig viel verkauft. 333 Euro haben wir eingenommen. Wirklich genau diesen Preis haben wir eingenommen. Muffins verkauft, und ich war wie eigentlich der Marktschrei. Ich liebe sowas zu machen. Ne? Alle beraten, von natürlich Kinder vor allem, kann ich ja sehr gut darauf eingehen. Ich liebe Kinder auch allgemein, mit denen sich zu beschäftigen. Aber das war schon also ein unglaublicher Spaß. Meine Frau sagt so, Schatz, du könntest Autos verkaufen, du kannst alles verkaufen, jeden Scheiß hast du verkauft. Ich habe, also wirklich, es ist so geil. Meine Eltern auch was mitgebracht. Sag ich, Mutter, wer kauft denn so eine Scheiße? So kleine Wäschen mit einem Deckel drauf und so wirklich absolut hässliche Dinge mit kleinen Enden drauf. Und selbst die habe ich verkauft gekriegt für 2 Euro. Mega. Also es war echt ein wunderbarer Tag. Mein lieber Matthias, der Partner, der mir auch mitgeholfen, mein bester Freund. Mir auch nochmal hier vielen Dank. Hat mein Auto abgebaut. Meine Frau muss leider zum Spätdienst gehen. Er natürlich war ein bisschen genervt und so traurig, dass er nicht mitmachen konnte, aber es war einfach zu viel. Es ging einfach nicht möglich. Die haben eben dann oben sich beschäftigt mit ihrem besten Freund, haben sich Puppen gespielt. Kinderzimmer ausschauen, wie es auch euch immer. Wenn wir mir irgendwas machen, hier wird erstmal aufgeräumt. Aber na gut, um 16 Uhr war das ganze Spaß zu Ende. Es hat wirklich immer wieder mal geregnet. Gott sei Dank haben wir wirklich hier diese Garage gehabt und sie haben mich echt komplett abgesoffen. Die meisten haben schon vorher abgebaut gehabt, aber ich war wirklich bis zum Schluss. Und auch bis zum Schluss war immer jemand da, haben Bücher gekauft, aber ja, es ist halt Peanuts. Aber ist egal, Hauptsache ein bisschen aussortiert. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden mal auch nochmal auf den normalen Flohmarkt gehen. Nicht nur so hier, aber es hat echt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann, ja, alles abgebaut. Matthias, aber ich fahre jetzt auch gleich heim, ist noch kurz vor 7 zu Hause gefahren. Sag ich, Emmerchen, wie schaut's aus? Bist du fertig? Ja, alles aufgeräumt, wirklich ringsrum, also auch hier alles blitzblank. Kinderzimmer aufgeräumt, keine Puppenfiguren mehr rumgelegt, nichts mehr, Wahnsinn. Sag ich, gut, du hast alles wunderbar gemacht, du hast dich schon eingecremt und hast dich schon umgezogen, Haare gekämmt, Essen gibt's dabei gleich. Und dann gab es eben dann Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger mit ihr. Ja, für mich ist das der schwächste Star Wars Film. Diese Liebesgeschichte ist so grausam übertrieben und sowas so kitschig, also wirklich absolut kitschig. Aber natürlich die Kampfszenen zum Schluss sind natürlich schon mega gut. Und die Emma hat der Film auch gefallen. Und sie mag nicht, wenn sich Leute küssen im Film. Dann guckt sie mit einmal die Decke über dem Kopf drüber, was sie wissen, erzählen, das findet sie ganz eklig. Und dann gibt es diese eine Szene, wo sie rausfahren zu dieser riesengroßen Hinrichtungsarena. Und dann küssen die sich auch und auf einmal gucken ihn so immer, du guckst da hin. Und dann sagt sie, ja, da ist es ja auch dunkel, da sehe ich nichts. Alles klar. Ne? Aber die fand den Film wirklich gut, natürlich auch dann Yoda, wo hier die Kampfameise wird. Fand sie ganz toll und sie möchte auch unbedingt Teil 3 sehen und Teil 4, Teil 5 und Teil 6. Soll ich mal auf, wir gucken Teil 1 bis 6 an, Teil 7 bis 9 lassen wir jetzt mal weg, die muss man nicht gesehen haben, die sind komplett unwichtig. Hauptsache du siehst Teil 1
bis Teil 6. Ich weiß, was passiert mit dem Überraschungseffekt mit dem Vater, aber der ist jetzt in dem Fall eher wurscht, von dem immer muss, weiß eh nicht wirklich, wer Charakter jetzt hier ist. Also so ist es nicht, dass jetzt hier alles komplett durchblickt, weil natürlich beim politischen Bereich ist natürlich schon sehr weit hergeholt. Danach ist er dann kurz vor 20 Uhr ins Bett gegangen, hat auch noch wunderbar gepasst von der Zeit her. Habe noch ein bisschen Räuber Hotzplotz vorgelesen, sowas liebe ich, wenn ihr mir was vorliest. Ich liebe es, wenn ihr mir was vorliest. Gucke am liebsten, ich liebe es, einfach nur auf ihren Mund zu gucken, wie dieses kleine Mündchen so bewegt. Und danach kam meine Frau nach Hause, natürlich nochmal, immer nochmal sehen wollen, ist klar. Und dann haben wir Berichte von der Arbeit, vom Verkauf noch. Und dann sagt sie, Schatz, ein was möchte ich jetzt gerne machen. Was denn? Eine Folge Pumuckl angucken. Sie, bist du jetzt blöd? Eine Pumuckl-Folge angucken ohne Emma? Ja, ich habe jetzt voll Bock drauf. Bevor ich will sowas essen, danach gehe ich ins Bett. Und eine Folge Pumuckl wäre jetzt echt doch geil. Okay, dann schauen wir noch eine Folge Pumuckl an. Und zwar aber die neuen Geschichten von Pumuckl. Und zwar, der Eder ist schuld. Die Folge liebe ich einfach von neuen Pumuckl-Folgen. Und einfach eine unglaublich schöne Folge. Ja, und das war's auch schon mit meinem Filmtagebuch oder auch mit meinem Tagebuch an sich. Ja, diese Woche habe ich ja Geburtstag am 7. Mai. Feiern werde ich nicht, wenn wir meine Ruhe haben, ganz ehrlich. Vielleicht geht nochmal in die Therme vielleicht. Emma hatte mir am Dienstag auch eben Übernachtungsparty in der Schule. Sie ist auch nicht da. Soll ich, Emmchen, wie kannst du mir sowas antun? Mich allein jetzt lassen, meinen Geburtstag, Papa. Du siehst mich doch am Mittwoch wieder solch, ja, aber wieder mein Geburtstag. Ja, wir gehen auf jeden Fall am Dienstag ganz gemütlich essen, entspannt. Und werden jetzt auch noch morgen, also heute, wenn ihr es wieder seht, sind wir dabei, noch die restlichen, ja, Übeltäter noch von unseren Schränken, unseren Schrankleichen, kann man sagen, an Klamotten noch rauszusortieren. Oder eben, dass er dann zum Spenden dann in dem Regenbogenland hier bei uns in Bayreuth. Oder halt das Wichtige ist, heute mal auf für einen weiteren Besuch bei einem Flohmarkt, müssen wir mal gucken. Und ja, mal gucken, was die Woche bringt. Es werden auf jeden Fall auch ein paar Unboxing-Videos kommen zu dem neuen Maniac Mediabook und auch zu noch einem weiteren Film. Und auch zu der Oceans Trilogie komme ich auch noch dazu mal. Hoffen wir mal, dass Teil 1 oder 11, Oceans 11 auch noch kommt, weil nämlich Teil 12 und, also 12 und 13 kam, aber der 11. Teil fehlt mir eigentlich immer noch, warum auch immer. Der kommt erst am Dienstag als Kaisen. Und ja, also sind wir mal gespannt, was die Woche auf uns zukommt. Meine letzte Urlaubswoche immer noch ein Genießen und vielleicht geht es nochmal in die Sauna, zur Siebenquelle, einfach mal zum Relax nochmal und mal gucken, was die Woche so bringen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine wunderschöne schöne Woche und was habt ihr letzte Woche alles Schönes gemacht? Schreibt gerne einen Kommentar rein, würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich weiß, ging auch wieder etwas länger heute, aber ich rede einfach gerne in die Kamera rein. Einfach für mich, um auch für mich einfach ein Menge Tagebuch zu führen. Das war's auf jeden Fall und bleibt schön gesund. Tschüss mit Ü.